Wer wird mich einmal pflegen, wenn ich alt bin? Wer wird mir die Suppe einlöffeln, wenn ich das selber nicht mehr kann? Und wer soll das alles bezahlen? Vor solchen Fragen fürchten sich etwa 50% aller unter 30-Jährigen, so sagen es Statistiken. Hier am Friedhof möchte ich noch bedrohlichere Fragen stellen. Wer wird einmal bei mir sein, wenn es mir immer schwerer fällt zu atmen? Wenn mein Herz immer schwächer wird und ich ahne, mein Leben wird bald zu Ende gehen. Ich hoffe, ich habe dann vielleicht einige nette franziskanische Mitbrüder bei mir oder vielleicht eine Ärztin oder einen Altenpfleger. Und ich wünsche mir für diese Momente, dass ich dann ähnlich wie der heilige Franziskus beten kann. Er hat bei seinem Tod gesprochen: Laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Herr, meine Zuflucht bist du.